Guten Morgen, ich freue mich, Sie hier heute begrüßen zu können zu unserer 15. und finalen Installation von unserer Vorlesungsreihe zur Einführung in die pädagogische Psychologie. Das Semester neigt sich langsam dem Ende und wir sind jetzt, wir sind jetzt quasi bei unserer Wiederholungssitzung angekommen, wo wir die einzelnen Teile in innerhalb unserer äh, Vorlesung noch einmal wieder, wiederholen werden, beziehungsweise ähm, die Wiederholung erfolgt auf Grundlage von den Fragen, die Sie ähm, sowohl in das Online-Forum gestellt haben, als auch die Sie ähm, hier jetzt heute äh, live via Zoom ähm, auch noch stellen können. Von daher auch wirklich als herzliche Einladung, ähm, an dieser Vorlesungssitzung auch wirklich aktiv teilzunehmen und auch äh, Fragen zu stellen, gerne in den Chat, gerne auch ähm, mit der... Mit der Funktion im Melden, damit sie auch dann ähm, im Bild oder auch ohne Bild, aber zumindest auch äh, zu hören ist, sind. Und ähm, wir äh, werden diese Sitzung vor allem auch gemeinsam äh, gestalten. Ähm, der Fokus liegt halt wirklich darauf, ähm, Ihnen quasi ähm, die, die Sicherheit zu geben, die ähm, die Inhalte, die jeweils ähm, ähm, Sie, äh, die Sie äh, jeweils wiederholen wollen, dass wir darüber auch dann nochmal sprechen, um dann auch gegebenenfalls ähm, äh, gewisse Dinge auch zu vertiefen. Das heißt, wenn zu einzelnen äh, Vorlesungssitzungen auch beispielsweise keine Fragen ähm, bestehen, würden wir diese dann halt auch ähm, dementsprechend überspringen. Wie funktioniert das? Ähm, wir werden quasi ähm, dann uns auch jeweils die äh, jeweiligen Folien äh, von den ähm, einzelnen äh, Vorlesungssitzungen dann halt nochmal anschauen. Ähm, um dann halt auch konkret anhand der Folien die Fragen, die Sie haben, dann auch ähm, zu beantworten. Aber bevor wir damit loslegen, ähm, die, äh, wie jede Woche quasi die Wiederholung äh, von den Quizaufgaben. Äh, letzte Woche haben wir uns vor allem mit der Online-Lehre beschäftigt, ähm, Effektivität von Online-Lehre, ähm, was kann man da machen, beziehungsweise wie wurde so etwas häufig in der Wissenschaft untersucht. Ähm, Dabei ähm, äh, kann man vor allem unterscheiden zwischen Near Success Faktoren, also so etwas wie, wie, so wie Kurserfolg, Kursnoten oder Kurse, Kurse Dropout, im Vergleich zu, äh, zu Distal Success Outcomes, die sich eher darauf beziehen, dass es ähm, so etwas ist wie Studiumserfolg, das Studium erfolgreich abzuschließen oder die Zeit, die Sie benötigen, um, ähm, um äh, das Studium ähm, erfolgreich zu absolvieren. Spannend dabei, ähm, wie wir es auch in der letzten Woche gesehen haben, ähm, Online-Kurse im Vergleich zu Face-to-Face-Kursen ähm, sind Studierende in Online-Kursen haben leicht schlechtere Leistung bei diesen Near-Success-Outcomes, dafür ähm, leicht positivere Leistung auf diese Distal-Success-Outcomes. Also es ist wirklich auch da ähm, zwei ähm, schneidig in gewisser Weise und die Brutalität hat, hat halt, wie Sie auch gesehen haben, da... Ähm, da auch äh, verschiedene ähm, Erfordernisse, aber auch verschiedene Herausforderungen, die damit auch zu betrachten sind. Dann, genau, äh, wie vorhin schon angedeutet, Online-Lehrer hat, ähm, hat auch in der Regel eher einen positiveren Einfluss auf die, auf die Distal-Success-Outcomes anstelle von den äh, dir success Outcomes, was auch sehr viele von Ihnen auch im Quiz auch äh, richtig beantwortet haben. Mich freut es übrigens, das will ich auch nochmal an dieser Stelle sagen, dass auch wirklich äh, jede Woche 150, 170 Personen ähm, von Ihnen die Quizze auch ähm, bearbeiten, selbst wenn sie auch schon quasi über unserer Million Punkten liegen. Ähm, das zeigt mir auch wirklich, wie sie quasi ähm, wie, wie sie quasi diese Punkte in gewisser Weise, das ist ja auch alles nicht so, nicht so relevant. Wesentlich wichtiger ist ja natürlich der Lernerfolg, den Sie ähm, haben und ähm, de den Sie auch quasi ähm, durch diese Vorlesung erwerben. Und ähm, so viele von Ihnen haben auch weitaus mehr als irgendwie die, die diese Mindestpunktzahl ge ge gemacht, gerade weil Sie, weil sie äh, sich halt auch quasi intrinsisch motiviert mit den Vorlesungen und Inhalten auseinandersetzen. Setzen wollen und auch und auch die verschiedenen ähm, Unterrichtsangebote auch wirklich als, als Angebot wahrnehmen, die sie dann halt auch selber dutzen wollen. Also das freut mich dann natürlich auch sehr, will ich nur mal äh, nebenbei äh, anmerken. Dann ähm, haben wir uns verschiedene ähm, Merkmale von Online-Kursen genauer angeschaut, um zu schauen, okay, ähm, äh, was für Designkriterien sind wichtig um quasi Online-Kurse auch effektiv gestalten zu können. Dabei ist eines der, der wichtigen design dass die Kursmaterialien auch übersichtlich und transparent und auch klar strukturiert gestaltet werden sollen, was auch viele von Ihnen erkannt haben. Und Last but not least, dies quasi ähm, für diese ähm, Erfolgsprädiktoren, Kursmerkmale für Online-Kurse haben wir uns nicht nur die Kursmaterialien angeschaut, sondern auch ähm, Dinge wie äh, Kommunikation, interpersonale Interaktion, Vernetzung, ähm, Kompetenzerwerb und auch äh, Selbstregulation. Also Selbstregul Selbstregulation auch wirklich quasi als eine der der zentralen äh, Komponenten und auch als einer der, äh, der, der zentralen Erfolgsfaktoren ähm, für er, ähm, den Erfolg bei Online-Kursen und ähm, auch mit einer der Gründe, ähm, wieso ähm, Studierende in, oder Lernende allgemein in Online-Settings leicht Schwäche abschneiden im Vergleich zu traditionellen Face-to-Face-Settings, gerade weil es Selbstregulations- und Selbstregulationskompetenz dabei als äh, wichtiges Kriterium wenn es nicht so, so gut ausgebildet ist, die Online-Modalität erfordert nämlich größere Selbstregulationskompetenzen in gewisser Weise. Und das ist quasi einer der wirklichen der, der Erklärungsansätze, wieso wir halt sehen, dass zumindest auf kurzfristige Erfolge hingesehen die Performance in Präsenzkursen auch noch etwas besser ist, auch gerade weil Lehrende das vielleicht dann auch noch, noch etwas besser steuern können und auch besser Feedback geben können, allgemein gesehen auf online kursen Natürlich, das haben Sie quasi in der Veranstaltung zu, zu, zu digitalen Lernumgebungen auch gesehen, bieten Online-Umgebungen allerdings auch sehr viele Möglichkeiten, so im Bezug auf Adaptivität direkteres, persönlicheres Feedback geben zu können, gerade wenn Sie als der Person die Leistungen von allen Lernenden halt jederzeit auch tracken, so dass sie dann ähm, personalisiert an verschiedene Gruppierungen von Lernenden, bei denen sie sehen, hey, da ist gerade, ähm, ähm, äh, da, da gibt es gerade Probleme in, die, in äh, gewissen Kompetenzbereichen, dass sie da dann auch äh, punktuell dann auch ähm, äh, das ansteuern können und auch dann punktuell Feedback geben können. Aber wie, wie gesagt, allgemein gesehen auf ähm, alle Online-Kurse ähm, ähm, im Durchschnitt ist die Selbstregulation natürlich auch noch da einer der, der Komponenten, die allgemein gesehen auch da zu etwas schwächerer Performance in Online-Kursen sich bezieht. So, Klausur nächste Woche, die Zeit vergeht so schnell. Ähm, es ist auch schon irgendwie Mitte Februar gefühlt crazy. Ähm, genau. Ähm, wann ist die Klausur? In einer Woche quasi zur gleichen Zeit. Ähm, Klausuranmeldung haben auch schon äh, super viele von Ihnen gemacht. Das freut mich auch wirklich, dass Sie auch quasi dann Ihren Ihren ähm, studierenden auch Bescheid ge gegeben haben, sich dafür anzumelden. Ähm, Sie kennen diese Folien. Sie haben die Folien auch schon bestimmt drei, vier Mal jetzt auch gesehen. Natürlich blenden wir sich halt doch mal ein. Wiederum ähm, zur, zur Erinnerung, wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben, bitte machen Sie das doch. Bitte melden Sie sich auch nur einmal an und nicht zwei oder dreimal. Ähm, Sie brauchen sich auch nur für die Modulprüfung anmelden, wenn Sie wirklich eine Klausur schreiben wollen. Also das heißt, wenn Sie einen benoteten äh, Schein erwerben wollen. Wenn Sie einen Unbenoteten Schein erwerben wollen, dann äh, brauchen Sie, Sie sich da nicht dafür anmelden, da Sie quasi den unbenoteten Schein ähm, auch direkt erhalten, insbesondere für den, ähm, für den empirische Bildungsforschung und pädagogische Psychologiestudiengang. Da ähm, haben mich einige Fragen erreicht, wie das da ist. Und zwar ähm, da ähm, brauchen Sie mir auch quasi keinen Papierschein ähm, von vorne weg irgendwie ähm, zukommen dessen, weil wir das direkt quasi an das Prüfungsamt weiter melden, dass sie diese äh, Vorlesung dann ähm, mit, äh, mit ihrem Erwerb der ersten Million auch ähm, hier ähm, diesen Kurs äh, dann auch quasi ähm, gut bestanden haben. Diese äh, kurse leistungen äh, werden dann ähm, automatisch im Alma-System, glaube ich, verbucht. Das dauert je nachdem, wie schnell das geht, ähm, ein paar ähm, Monate, manchmal schneller, manchmal weniger schnell. Ich habe auch selber noch nicht genau herausgefunden, was die Geschwindigkeit des Übertrages äh, der Note, nachdem ich sie quasi dem Prüfungsamt weitergemeldet habe, dann äh, in das System halt beeinflusst. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn Sie ähm, Stipendien haben oder wenn Sie aufgrund äh, von BAföG oder irgendwelchen anderen äh, Dingen früher äh, einen äh, Leistungsnachweis benötigen, ähm, dann schreiben Sie mir logischerweise und ähm, dann können wir Ihnen halt auch diesen Papier Papierschein auch äh, schneller ausstellen. Ähm, dazu würde ich Sie dann bitten, das quasi vorausgefüllt mi mir per E-Mail ähm, zukommen zu lassen, das entsprechende Formular. Welches Formular können, fragen Sie da vielleicht? Das hängt doch wieder ein bisschen von Ihrem Studiengang ab. Also da würde ich Sie dann auch bitten, äh, sich halt da selber zu informieren und auch quasi das mit ihren Prüfungsämtern jeweils ähm, abzuklären. Ähm, in dieser Veranstaltung sind nämlich wirklich auch Studierende von 20 plus Studiengängen und ähm, je nach Prüfungsamt, je, je nach Studiengang, je nach Modulordnung eines Studienganges verrückt. Aber ähm, es gibt so viele verschiedene, ähm, verschiedene Unterschiede. Prinzipiell wollen wir alles dafür machen, dass sie ähm, äh, sich diese Veranstaltungen natürlich auch dann dementsprechend für ähm, diese Dinge äh, jeweils anrechnen lassen lassen können. In gewisser Weise liegt es allerdings ähm, quasi an ihren äh, Prüfungsämtern, was da halt auch in der Realität dann halt auch ähm, funktioniert. Okay, genau, ähm, soweit die. Infos. Wir haben auch gesehen, schon viele von Ihnen haben auch schon die Probeklausur gemacht. Das äh, freut mich und das freut uns natürlich auch sehr. Und auch äh, wir haben auch da quasi positive, positive Rückmeldungen auch soweit bekommen, ähm, als guter Hinweis quasi um die ganzen, um die ganzen äh, technischen Sachen da auch zu klären. Also das wird vom Prinzip her dann auch in der Realklausur ähm, so ähnlich strukturiert sein. Für, für, wenn Sie Fragen in einer Woche Bezüglich ähm, äh, der Klausur haben ich äh, sowohl ich als auch Frau vorner, wir werden beide ähm, in dem, in dem äh, Zoom-Raum sein, um äh, dann auch ähm, mögliche Fragen äh, zu beantworten. Ähm, wir sind auch telefonisch erreichbar. Ähm, genau, und sie werden dann quasi ähm, äh, da auch in gewisser Weise dann ähm, da können Sie sich melden, wenn Sie dann halt. Äh, haben. Ähm, wichtig da natürlich, ähm, also ich bin zwar da, ich bin zwar da. Also wenn Sie quasi inhaltliche Fragen haben, weil vielleicht ungefähr nicht klar sein ist, sollte, ist das zwar für unsere Klausur eventuell halt möglich, aber ähm, für die anderen Klausurteile ähm, werden halt keine Personen so wahrscheinlich äh, da sein. Das heißt, ähm, ähm, das ist auch vor allem halt für die für die technischen. Ähm, Probleme halt zu sehen. Wichtig, wenn Sie ähm, ähm, einen Nachteilsausgleich einen, äh, einen ähm, benötigen oder, ähm, oder, oder ähm, auch auf andere ähm, Art und Weise ähm, nicht an der Online-Klausur teilnehmen können aufgrund von medizinischen äh, Sachen oder oder aufgrund von anderen ähm, äh, Gründen, die quasi von der Universität auch ähm, so äh, akzeptiert ist, sind. Wir kommen dem nat natürlich auch nach. Ähm, bitte melden Sie sich da ähm, frühzeitig. Bitte schreiben Sie mir im Idealfall ähm, direkt äh, nach dieser Vorlesung, ähm, äh, was Sie da benötigen, damit wir dies auch ähm, organisieren können. Also wir haben quasi ebenfalls einen einen äh, äh, Raum auch äh, schon organisiert, aber im ähm, Bezug auf Klausur, Klausurbetreuung und so etwas, dass ähm, je früher wir halt da Bescheid wissen, desto wichtiger ist das natürlich für uns. Prinzipiell die ähm, Infos zur Klausur äh, ist äh, halt oder, oder vielerlei weitere Informationen sehen sich quasi in diesem in diesem äh, Hinweisdokument. Das würde ich Ihnen ebenfalls empfehlen, ähm, das auch nochmal vor der Klausur genau durchzulesen. Okay, noch Fragen zur Klausur. Wir wollen kurz auch hier wieder ähm, eine kleine Pause machen, um Ihnen noch die Möglichkeit äh, zu fragen, zu geben. Genau. Ähm, eine Frage gibt es die Ilias-Gruppe schon? Ich dachte, ich wäre angemeldet, bin aber noch in keiner Gruppe. Genau. Ähm, ähm, das ist auch soweit korrekt, also, ähm, wie Sie werden quasi erst nach, mh, nach dem Ende der, der Anmeldungsfrist ähm, in den, so, den Ilias-Ordner dann auch jeweils zugeteilt. Also, Sie ähm, werden das dann quasi, ähm, ähm, die Anmeldefrist ist, glaube ich, der zehnte zweite 23.59 Uhr, das heißt, am, am 11. oder am 12. Äh, würden Sie dann so grob. Dann in den Ilias-Ordner ähm, quasi ähm, hereingefügt. Ähm, wieso die Verzögerung? Und zwar, das ist quasi, weil ähm, wir halt ähm, zum einen sie noch nicht vorher hinzufügen konnten, da sie halt bis zum Sonntag noch, äh, noch Punkte für den, für den Teilnahmeschein erwerben äh, konnten. Und zum anderen ähm, wollen wir quasi ähm, alle Spielenden gleichzeitig in den. In den kurs hinzufügen und wenn sich andere leute halt später ähm, für die klausur anmelden dann äh, ist es natürlich ein problem so ähm, noch eine frage okay moment eine frage zur probeklausur hat es eine bedeutung wenn man in nicht bestanden hat ich habe 85 gelöst und trotzdem nicht bestanden ist das die diesmal das prüfung genauso äh, nee also ähm, äh, die dieses bestanden dann ist für die Probeklausur völlig irrelevant. Ähm, 85% ist schon eine sehr gute Leistung, logischerweise. Ähm, und äh, bei der Prüfung äh, brauchen Sie halt ähm, 50%, um zu bestehen. Also ähm, genau, das ist so ähm, die grundlegende Regelung. Ähm, uns haben auch Fragen erreicht, hey, wie ist das? Ähm, äh, wenn ich an äh, der Gesamtmodulklausur teilnehmen im ähm, Bus, ähm, das heißt äh, für empirische Bildungsforschung, Pädagogische Psychologie und, in die, äh, ähm, und äh, hier die Diagnostik. Ähm, wie sieht das aus? Ähm, muss ich alle drei Teile bestehen? Ähm, was ist, wenn ich äh, einen Teil in nicht bestehe? Ähm, muss ich dann die gesamte Modulprüfung nochmal nachholen. Auch da ist es wieder so, es kommt sehr auf Ihren jeweiligen Studiengang und auf Ihre jeweilige Prüfungsordnung an. Also ähm, im Zweifel würde ich, mich halt da, würde ich mich halt da auch an Ihre jeweiligen Prüfungsämter wenden und ähm, die können Ihnen dann diese Fragen ähm, besser beantworten, weil ähm, je nachdem, in welchem Studiengang Sie sind, kann es da andere Regelungen geben. Geben. also für einen äh, studiengang, ich weiß nicht mehr genau, welcher es war, ähm, war, war es jetzt so, dass sie, ähm, ähm, wenn, sie ähm, wenn sie also dass sie quasi jeden einzelnen der drei modulteile bestehen, müssen also in jedem einzelnen der drei teile ähm, 50 prozent ähm, holen müssen, oder, oder je nachdem wie viel prozent quasi in den anderen beiden äh, modulteilen zum bestehen ähm, benötigt werden, das wie gesagt liegt nicht in meiner hand. Ähm, aber zumindest für unseren Teil 50% und dass sie halt quasi alle drei Teile bestehen müssen, um die gesamte Modulprüfung zu bestehen. Ähm, und dass wenn sie halt einen Teil nicht bestehen, äh, dass sie dann auch nur diesen einen Teil halt nachzuschreiben haben. Wie gesagt, das war die Information, die ich quasi für einen Studiengang erhalten habe. Ich weiß leider nicht mehr genau, welcher das war. Ähm, aber ähm, also das ist theoretisch. Wir bieten halt diese Klausur jedes Jahr so modular an. Ähm, aber es kommt halt wirklich sehr darauf an, es kann sein, dass der Studiengang, in dem Sie, Sie jetzt äh, drin sind, das ist halt da äh, so ist, dass Sie dann die gesamte Modulprüfung zu wiederholen haben. Also ähm, im, Zweifel da, ähm, lieber, ähm, bei den, im Zweifel lieber die Prüfung sofort bestehen, bin ich ehrlich. Da haben Sie dann auch weniger, Str weniger Stress. Ähm, aber. Ähm, Genau, also da würde ich mich dann mit den jeweiligen äh, Prüfungs-, also da würde ich empfehlen, ähm, mich mit den jeweiligen Prüfungsämtern auseinanderzusetzen. Im Idealfall ähm, würde ich da am besten auch irgendwie einen Termin, einen Termin machen und da auch irgendwie dann persönlich vor vorbeigehen, wenn das irgendwie ähm, mit Corona halt zulässig ist, weil ich habe die Erfahrung gemacht, als ich studiert habe, ähm, dass wenn sie da halt persönlich ähm, hingehen, zeigt das halt noch so ein bisschen mehr, ähm, so, so ein bisschen mehr. Commitment, bringen Sie denen irgendwie eine, eine, eine Schokolade oder irgendwie einen Blumenstrauß vorbei oder so, das freut die eigentlich immer. Und genau, also ja, und dann kriegen Sie da auch das ist sicherlich die Antworten, die Sie dann halt auch für, 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 für Ihre Frage dann auch benötigen. Okay, weitere Fragen zur Klausur? Okay, ich schaue wieder hier in den Chat rein. Okay, ich glaube, ähm, dann haben wir das zumindest soweit die Fragen geklärt. Wunderbar, das freut mich. Logischerweise ähm, ähm, können Sie in unser Piazza-Forum auch noch quasi in der Woche jetzt bis vor der Klausur halt auch noch Fragen stellen. Aber ich würde Sie halt auch da empfehlen. Wir hatten quasi genau diesen äh, Fragenblock jetzt, glaube ich, schon dreimal. Das heißt, ich würde Ihnen empfehlen, bevor Sie die Fragen auf Piazza stellen, schauen Sie sich ähm, äh, quasi unsere äh, Vorlesung von den vorherigen Wochen nochmal auf YouTube an, ähm, ob da Ihre Fragen schon beantwortet äh, wurden. Also, Sie können ja da quasi auch ähm, hin und her scrollen. Ich würde Ihnen noch sehr stark, wenden, Sie die Vorlesung gerade auf YouTube. Auf, 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 YouTube verfolgen, stellen Sie die Geschwindigkeit nach oben. Das ist wesentlich, das ist wesentlich äh, zeiteffizienter, bin ich ehrlich. Ähm, okay. so ähm, Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall zu unseren äh, Top 20. Ähm, äh, über, über eineinhalb Millionen für die äh, für die Top 1. Äh, auf dem Podium an die 1,4, gratulation, wirklich äh, herausragende Leistungen. Ähm, dazu auch der Hinweis, ähm, wenn Sie sehen, dass Sie, äh, dass Sie nicht alle Punkte erhalten haben, die Sie erhalten haben sollten, oder wenn da irgendwelche Fehler auch ähm, vorliegen, bitte, kontrolliert, bitte, bitte, ähm, bitte kontrollieren Sie dies auch auf... Äh, Greatcraft, wir können das jetzt noch verändern. Na, natürlich ähm, ist es halt umso wichtiger, dass sie das halt so verifizieren, ähm, da, weil wir ähm, halt ähm, nach, de, nach der Anmeldefrist für die Klausur natürlich ähm, ihren Punkteeintrag ähm, mit Greatcraft halt validieren, damit wir sie halt auch dann zur Klausur halt zulassen können, logischerweise. Also ähm, da bitte auf jeden Fall nochmal genauer genau nachschauen, ob sie auch da alle Punkte erhalten haben. Das müsste eigentlich bei dem Großteil von Ihnen auch der Fall sein, aber bei, bei ich glaube, 250 Studierenden nur ungefähr, die in dieser Veranstaltung oder, oder knapp 200, die auch wirklich quasi aktiv Punkte damit haben. Wir haben auch viele, die, die, die sich quasi die Veranstaltung einfach zum Spaß... Anschauen, das freut mich natürlich umso mehr, dass Sie dies quasi als Fort- und Weiterbildungsgelegenheit auch wahrnehmen. Aber quasi für diejenigen von Ihnen, die auch wirklich Punkte sammeln wollen, um da auch weiterzukommen, bitte verifizieren Sie da auch, dass alles korrekt ist. Okay, so, dann gehen wir jetzt langsam über zu dem eigentlichen inhaltlichen Teil. Ähm, und ähm, so, das Prinzip ist jetzt, Sie sehen immer auf der einen Seite ein, 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 äh, ein, einmal die ganzen äh, Fragen, die gestellt wurden und dann halt ähm, auch die jeweiligen hier, äh, das sehen Sie jetzt quasi hier auf der, auf der nächsten Folie, äh, der, den Überblick jeweils über die Vorlesung und halt ähm, dann, wenn Fragen gestellt werden, Wurden die Fragen. Ähm, zuerst ähm, die allgemeinen Fragen. Okay. So, ähm, okay die erste allgemeine Frage, die quasi ähm, über dieses Online-Forum äh, äh, gestellt wurde, ist quasi, okay, ähm, ist wieder eine Klausurfrage. Ähm, gibt es die Unterfragen, die sich wirklich auf ein Thema beziehen? Ähm, als Beispiel Lernstrategien und ähm, was ist der Unterricht, Aussage ist nicht in einer, ist jedoch eine Definition zum Thema Unterricht empfohlen, dazu Unterrichtsmodellen und nicht in den Lernstrategien zu finden. Ich kann das in der Klausur trotzdem so vorkommen? Also ähm, das ist quasi so, dass wir ähm, quasi diese äh, die Unterfragen halt zu den äh, jeweiligen äh, Themen blöcken, die sich durch die jeweiligen äh, Vorlesungen halt definieren. Die Probeklausur ist quasi äh, mit Fragen vom vorherigen Jahr. Es kann sein, dass es im vorherigen Jahr ähm, ähm, dieser Unterricht noch in den in der Vorlesung zu Unterrichtsmodellen war und dass wir das jetzt ähm, in eine andere Vorlesung hereingeschoben haben, weil es halt thematisch dann besser gepasst hat. Aber aber prinzipiell ähm, ist äh, jeder ist quasi jede Frage ähm, dem jeweiligen Themenblock halt, ähm, halt zuzuordnen. Aber Sie, Sie, Sie haben auch quasi ähm, in, der, in der Klausurvorbereitung auch gesehen, dass ich halt auch wirklich viele Themen wie Selbstregulation, wie, ähm, wie ähm, Motivation und auch noch viele andere Themen quasi haben, die auch quasi einzelne Vorlesungsteile oder die, die, die einzelnen Vorlesungssitzungen auch überschneiden. Also... Ähm, die Antwort ist, was ich hier in der Regel ähm, beziehen sich die Unterfragen halt zu dem äh, ein großen Thema ist. Kann aber auch insbesondere, wenn es sich um überschneidende Themen geht und, und äh, Lernstrategien ist in gewisser Weise ebenfalls so ein Querschnittsthema. Ähm, kann es auch da quasi einen Bezug zu anderen äh, Vorlesungszeilen haben. Okay. Ähm, ist, wann werden wir in den ilias online hinzugefügt, müssen wir dafür etwas machen oder passiert das automatisch, an wen sollen wir uns wenden, dass wenn wir nicht hinzugefügt worden sind. Ja, genau, das äh, haben Sie ja auch gerade ähm, äh, schon, äh, be be schon beantwortet bekommen, ähm, dass äh, äh, Sie quasi nach dem 10. Äh, dann hinzugefügt werden, wenn Sie halt, sagen wir mal, bis zum 13. oder 14. dann auch noch nicht hinzugefügt worden sind sind, dann schreiben Sie bitte Pia vorne mit Bier im, im CC äh, und dann äh, können wir da nochmal genauer nachforschen. Ich würde Ihnen auch da auch wirklich empfehlen, quasi auch noch vorher, also vor dem eigentlichen Klausurtermin, äh, da auch in diesen äh, Klausur reinzugehen, nur um quasi äh, weniger Stress dann am Klausurtag auch äh, zu haben, sodass Sie da dann auch quasi gut vorbereitet ist, sind. Okay, ähm, können bei der Klausur auch in null Antworten richtig sein? Also nichts angekreuzt werden oder muss mindestens eine Frage angekreuzt sein, um die Klausur fortzusetzen? Ja, genau. Also prinzipiell kann auch quasi äh, keine der Aussagen korrekt sein. Es kann eine der Aussagen korrekt sein oder es können auch alle vier von den Aussagen korrekt sein. Also quasi genauso wie bei unseren, äh, wie bei unseren Quizen ähm, ist das alles frei möglich. Okay, ähm, bei der Probeklausur gab es keine Möglichkeit, alle Fragen am Ende nochmal durchzugehen und übersichtsartig zu sehen. Man konnte die Fragen nur über den Zurückreiter durchgehen, dicht in, in einer generellen Übersicht. In der richtigen Klausur gibt es am Ende nochmal die Möglichkeit, alle Fragen und Antworten einzusehen. Nur dann hat man die realistische Chance, Fragen zu überspringen und sie erst später zu beantworten? Ähm, das werden wir wahrscheinlich genauso lösen wie, wie, wie in der Probeklausur. Also ähm, Sie können quasi Fragen überspringen, indem Sie einfach dann die nächste Frage anklicken und bevor Sie dann auf dieses, auf dieses äh, Test abschließen, oder ich bin mir nicht ganz sicher, wie das heißt, oder T Test beenden, also quasi auf, auf dieses äh, Feld drücken, um das zu beenden, können Sie ja quasi ähm, über diesen Zurückreiter dann doch mal, ähm, doch mal quasi durch alle Fragen ähm, hindurchgehen. Und das würde ich Ihnen noch da empfehlen. Ähm, weil, ähm, also je nachdem, wie viel Zeit Sie logischerweise ähm, haben. Aber ähm, genau, also, das, ähm, also man kann Fragen halt auch mit diesem System überspringen, um sie dann halt später noch zu beantworten. Ähm, ob es quasi ähm, so eine Übersicht gibt, glaube ich nicht, dass das der Fall ist, wenn ich da richtig informiert bin. Also ich würde da ich würde mich jetzt da nicht darauf äh, verlassen, gerade weil wir halt ähm, die Probeklausur extra so gestellt haben, um die reale Klausur in gewisser Weise zu, zu simulieren. Okay, äh, meine äh, Rechtpers Persönliche Frage betrifft das Thema Lernstr Lernstrategien. Wie strukturieren Sie sich den Tag und was ist Ihre ähm, persönliche Lieblingslernstrategie? Okay, wow. Ähm, ja, ähm, also, das ist auf jeden Fall äh, nicht klausurrelevant, aber. Ähm, aber ähm, ja, ja. <laughs> ja. Ähm, <vielleicht>, gute Frage. <laughs> also ähm, ich glaube, dass, ähm, also klar, irgendwie so im Voraus ähm, Dinge zu planen und irgendwie die Zeiten sich gut einzuteilen, damit man halt weiß, was man wann wie zu erledigen äh, hat, das ist ähm, schon etwas, was ich ebenfalls verwende und was ich auch ähm, vielen von Ihnen ebenfalls auch ähm, empfehlen äh, würde und quasi auch dann äh, zu reflektieren und zu schauen, okay, hey, ähm, wer, was ähm, funktioniert, was funktioniert denn dicht und wie kann man ähm, äh, deren Prozesse auch, auch effektiver gestalten. Also dass es, ähm, das sind äh, in dem Fall ähm, Sachen, die ich ähm, Ihnen auch quasi ähm, empfehlen wird, also quasi sowohl ähm, quasi dieses Planning und auch ähm, dann zum Monitoren, ähm, wie erfolgreich ähm, das lernen auch ist, aber, aber auch da allgemein es kommt auch wieder sehr darauf an, was quasi ihre Lernziele sind, ob sie quasi ähm, äh, wenn, sie, wenn sie beispielsweise ähm, es ist, sich jetzt für eine Klausur vorbereiten haben Sie da komplett andere Lernstrategien im Vergleich zu, wenn Sie ähm, eine, eine Bachelor- oder ähm, Masterarbeit beispielsweise auch ähm, schreiben. Da würden Sie dann vielleicht auch andere äh, Lernstrategien dann auch verwenden. Okay, soweit zu den allgemeinen Fragen. Jetzt kommen wir quasi ähm, zu den einzelnen äh, Vorlesungen und äh, wir sehen uns jetzt da quasi die Fragen an, die gestellt worden sind. Sind, beziehungsweise wir äh, geben natürlich auch da immer die Möglichkeit ähm, Ihnen äh, auch jetzt da noch äh, Fragen zu stellen. Also in unserer ersten ähm, äh, Vorlesung, äh, das war vor allem äh, sehr sehr viel Organi organisatorisches, wo Sie halt viel quasi über unsere Veranstaltungen an sich kennengelernt haben und quasi ähm, äh, verschiedene äh, Einblicke quasi in Definition zur pädagogischen Psychologie oder auch zu Anwendungs- und Aufgabenfeldern auch gesehen haben. Da waren jetzt quasi keine Fragen, die in unserem Online-Forum gestellt worden sind. Aber ich will Ihnen natürlich auch jetzt hier noch die Zeit geben, eventuell da Fragen zu stellen. Von daher warte ich jetzt noch so eine Minute ungefähr bis wir, ob noch da quasi Fragen zu unserer ersten Vorlesung im Chat kommen. Ja, wir werden auch quasi jetzt hier für den weiteren Verlauf, während Sie überlegen, ob Sie noch da Fragen haben, äh, wir werden auch quasi jetzt hier heute keinen Breakout-Raum, keinen breakout -Raum, ha, haben, wirklich das erste Mal in, in unserer Veranstaltung. Also ähm, ähm, etwas, äh, etwas ungewohnt auf jeden Fall. Aber ähm, kein Breakout-Raum, da haben sich vielleicht auch schon einige, einige gedacht, boah, das heißt keine Tierbilder. Nein, wie Sie sehen, haben wir natürlich trotzdem einen Weg, von dir äh, mit einzubauen. <laughs> okay, aber ich glaube, da kommen keine Fragen. Ähm, das heißt, wir gehen zur zweiten Vorlesung über. Das war ähm, äh, zum Bezug. Ähm, ähm, Entwicklung Sozialisation und Lernen und wir haben uns da ähm, vor allem äh, behavioristische ähm, Lerntheorien angeschaut insbesondere auch ähm, lernen als verhaltensänderung ähm, äh, klassisches konditionieren operantes konditionieren und ähm, modelllernen und da ist jetzt auch eine Frage und zwar ein Beispiel für negative verstärkung ist wenn ein hund nach einer und Bestrafung nicht mehr so häufig bellt wie zuvor und quasi wieso ist das äh, oder hier negative Be Verstärkung ähm, was ist das okay so wir schauen uns das jetzt und das sehen Sie jetzt quasi live wie hier die Fragen beantwortet werden jetzt äh, gehen wir in die äh, Upsala in diese Vorlesung rein ähm, und Suchen uns jetzt mal die Folien, die gut dazu passen, um das noch mal ein bisschen vertiefter dann auch zu betrachten. So, also ich glaube, das ist halt ähm, vor allem die Frage, sich die quasi jetzt hier auf das, auf das, ähm, auf das Operante konditionieren und quasi da ähm, wie da die ähm, ähm, verschiedenen äh, Dinge also, was Sie halt da vor allem äh, sehen, ist da zum einen die Unterscheidung zwischen äh, Verstärkung und Bestrafung. Ähm, quasi in der oberen äh, äh, Reihe haben sie die äh, Verstärkungen. Mit Verstärkungen wollen Sie ein gewisses, ein gewisses Verhalten ähm, erhöhen. Dann wird von einer Verstärkung gesprochen und von einer Bestrafung wird gesprochen, wenn sie ein, ein Verhalten. Ähm, äh, verringern wollen. Das quasi auf der einen Ebene und auf der anderen Ebene ähm, äh, fügen sie entweder äh, Reize hinzu oder sie entfernen Reize. Es wird quasi von etwas von einer positiven Verstärkung, jetzt in dem Fall beispielsweise gesprochen, wenn ein Reiz hinzugefügt wird und von einer äh, negativen Verstärkung, wenn ein Reiz entfernt wird. Und ähm, da können sie quasi ähm, anhand dieser beiden äh, Dimensionen, also ähm, wird Verhalten, ähm, wird die Wahrscheinlichkeit von Verhalten erhöht, dann wird von einer Verstärkung ähm, gesprochen oder wird äh, Verhalten vermindert, dann von einer Bestrafung und dann müssen Sie sich halt quasi anschauen, okay, wir werden... Äh, Reize hinzugefügt oder entfernt. Und äh, je nachdem, wo sie da halt jeweils in, diesem, in dieser äh, Matrix liegen, können Sie dann ähm, beurteilen, welche dieser vier ähm, äh, Varianten vom Operanten konditionieren auch betrachtet werden dann jeweils. Alright. Genau. Dann schauen wir mal. Also das war quasi die. Äh, einzige Frage zu dieser Veranstaltung. Gibt es da noch äh, weitere Fragen zur Veranstaltung 2? Genau, Sie können halt sowohl äh, in das, in das, in das äh, Chatfenster Fragen stellen oder sich melden und dann auch direkt was sagen. Okay, ich glaube, es äh, scheint da keine weiteren Fragen zu geben. Dann gehen wir zur nächsten Vorlesung und zwar das ist äh, Gedächtnismodelle und, und äh, kognitive Basisfunktionen. Genau, da, da haben wir uns quasi ähm, das äh, Lernen vor allem aus der aus der kognitionspsychologischen äh, Sicht betrachtet verschiedene Modelle zur Informationsspeicherung gesehen und uns quasi angeschaut, okay, wie wird äh, Wissen äh, repräsentiert. Äh, die Frage, die dazu gestellt wird und wie der gleiche Spiel, wenn Sie da andere Fragen haben, bitte auch Fragen irgendwie in das Chatfenster stellen, sehr gerne. Die Frage hier, ähm, welchen äh, Unterschied besteht zwischen einem Sch Schema und einem mentalen Modell? Alright, alles klar. Dann schauen wir mal in die Vorlesung da. Gedächtnismodelle. Genau, ähm, ja, zwischen Schema und mentalem Modell. Oh, und da kommt auch noch eine andere Frage im Chat. Wunderbar. Können Sie das Bottom-up und Top-down-Modell nochmal erklären? Okay, Moment. Im Idealfall, wenn Sie da Fragen haben, wenn Sie die Folien äh, in dummer da auch noch dazu schreiben, das äh, äh, hilft auch. mir wir natürlich nochmal. So, 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 Schema und mentales Modell. Okay. Dann teile ich kurz den Bildschirm. So, so, und zwar, ähm. Also äh Sch Schemata, das ist, sind. Ähm, äh werden vor allem äh, verwendet, wenn sie halt ähm, wirklich ähm, ähm, größere, ähm, äh, komplexere wissensbestände ähm, verwenden wollen und quasi ähm, äh, und diese ähm, in ihr gedächtnis überführen wollen. Ähm, und äh, themata bestehen dabei auch ähm, von äh, vielen verschiedenen ähm, Objekten, Menschen oder S Situationen, die auch dann ähm, damit ähm, äh, gebündelt werden. Und sie haben quasi da ähm, wirklich auch ähm, als Funktion, dass sie da ähm, die äh, Verarbeitungskapazität, sie ach, haben das ja auch da quasi vorher gesehen, dass sie nur eine begrenzte Anzahl an Informationen quasi gleichzeitig aufnehmen können. Wenn Sie halt ein Schemata haben, also so einen gesamten Ablauf, beispielsweise, wie verhalte ich mich in einem Restaurant, was für verschiedene Skripte laufen da ab? Also irgendwie in Deutschland ist beispielsweise das Restaurant Schemata wie sie da also dass sie quasi in so ein Restaurant hereingehen sich quasi selber einen Platz suchen dann wer kommt und sie dann quasi das Essen bestellen können und so weiter dass dann halt auch dann wenn sie fertig sind müssen sie quasi nach der Rechnung fragen das auch wieder als einzelnes Skript aber in dem Schemata wird das quasi alles gebündelt das funktioniert also dass ich quasi wissen wie sie da vorzugehen haben natürlich auch wieder bezogen auf ihren ähm, äh, sozialen Hintergrund auch und auch und auch auf den kulturellen auf den kulturellen äh, auf den kulturellen äh, Kontext im äh, Gegensatz wenn sie jetzt beispielsweise ähm, so ein so ein äh, in Amerika entwickelt haben, werden sie halt da äh, feststellen, dass es so ist, dass sie einem Platz zugewiesen werden. Oder dass sie halt ähm, oder dass ihnen quasi ähm, dann am Ende die äh, Rechnung ähm, ungefragt dann auch ähm, äh, gegeben wird. Was natürlich dann auch zu der witzigen äh, Situation äh, führt, dass wenn, wenn beispielsweise Amerikaner ähm, hier, hier in, in äh, Deutschland in einem so groß bon sind und dann halt nicht wissen, dass man in Anführungszeichen nach der nach dem Bildern zu fragen hat, dass sie dann halt äh, für sehr lange Zeit dann auch gut und gerne dann halt am Platz auch bleiben. Aber genau, also ähm, also quasi so, was da wichtig ist, ist halt da ähm, ähm, wirklich auch die, ähm, dass halt verschiedene Wissenskomponenten halt gebündelt werden und dass sich diese, dass sich diese äh, Schemata da aufgrund der Erfahrungen, die sie halt im, im Laufe des äh, Lebens ähm, äh, gebunden haben, sich dann auch entwickeln. Ähm, und mentale Modelle jetzt äh, im Gegensatz dazu ähm, ähm, ist halt ähm, vor allem als, ähm, als Repräsentationsart von Wissen zu sehen. Also im Gegensatz ähm, zu, zu äh, Schemantat, die halt ähm, sehr konkret auf gewisse Handlungssituationen sich beziehen, äh, sind mentale Modelle quasi eine, eine Organisationsstruktur, wo sie halt dann ähm, äh, verschiedene Wissenskomponenten, die sie haben, quasi ähm, wie das Wissen ähm, äh, organisiert ist bei ihnen. Also, ähm, das ist quasi so da der grundlegende Unterschied. Also es sind halt zwei an sich völlig verschiedene äh, Dinge auch. Alright, ähm, so. Hier im Chat steht äh, Bottom-up und Top-Down im Modell äh, Folie 34. Dann schauen wir uns das nochmal an. So, Folie 34. So. Genau, und zwar ähm, äh, da geht es quasi darum, ähm, ähm, wie kommen Informationen von dem Ultra-Kurzzeitspeicher in den Kurzzeitspeicher. Und ähm, die Frage ist jetzt quasi da, ähm, wie oder welche Informationen werden halt da ähm, ausgelesen und, ähm, und, äh, und ähm, dafür gibt es quasi zwei verschiedene Faktoren, die beeinflussen, welche von diesen Reizen übertragen werden. Und das ist halt zum einen, was es halt für Reize sind, also quasi bottom-up, weil das quasi neue Erkenntnisse sind oder neue Reize, die in der jeweiligen Situation auftreten. Und der andere, Faktor, der ähm, darauf einen Einfluss besitzt, ist, ähm, ist, das, ist das Vorwissen äh, top-down, weil ähm, sie das Vorwissen halt schon auch vor der jeweiligen äh, Situation auch erworben haben. Und ähm, was dann quasi ähm, einen Einfluss auf diesen, auf diesen äh, Ausleseprozess dann auch ähm, bringt. Okay. Weitere Fragen zu dieser Vorlesung? Genau, ich schaue auf der in den Chat. Ansonsten schauen wir uns die nächste Vorlesung an. Oh, ich kann mal sch schauen hier. Der Tier schaut sich da gerade an Begriffe, Konzepte, Organisation. Ah, ich bin also weiß ich genau, welche Vorlesung sich der sich der gerade genauer anschaut, aber naja egal. Ähm, so nächste Vorlesung Intelligenz 4 super. Ähm, genau da haben wir uns äh, verschiedene verschiedene äh, Definitionen von angeschaut den Bezug auf ähm, auf da ist und wir haben verschiedene Intelligenzmodelle kennengelernt und auch ähm, äh, verschiedene Intelligenztests äh, uns betrachtet. Ähm, also quasi so etwas wie irgendwie dieses äh, Raven Kritzen-Modell und auch ähm, andere äh, Tests. Und wir haben uns quasi angeschaut, okay, ähm, wie entwickelt sich ähm, die Intelligenz über die Zeit? Äh, Fragen dazu waren ähm, induktives und deduktives Denken mit der Messung der fluiden Intelligenz und äh, Stabilität des Selbstkonzeptes. Was ist damit gemeint? Okay. Genau. Während ich jetzt hier wieder die Folien öffne, wenn Sie zu diesem Thema Fragen haben, bitte auch gerne im Idealverhalten mit Folien äh, in, du mal, ins Chatfenster stellen und dann äh, probieren wir die auch zu beantworten. Okay, also ähm, fluide Intelligenz, induktives und deduktives Denken. Also, ähm, Sie, Sie sehen jetzt auch quasi, wie ich jetzt hier vorgehe, auch quasi als Lernstrategie für Sie damit Sie halt auch da so ein bisschen ähm, eine Idee bekommen, wie Sie auch, wenn Sie halt Fragen haben und sich diese Fragen dann noch beantworten wollen, wie Sie auch halt auch dann beispielsweise ähm, vorgehen können, auch logischerweise. So, induktives, induktives Ding, okay. So, 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 okay, okay, okay. Ähm, was induktives Denken mit der Messung der fluiden Intelligenz zu tun hat. Okay, so, das ist hier. Und zwar ähm, fluide Intelligenz, ähm, das ist halt ähm, vor allem darauf bezogen, ah, auch hier mit diesem Raven-Matrizen-Test, den ich auch da, äh, den ich auch da äh, vorhin schon erwähnt habe. Ähm, ähm, prinzipiell. Ähm, ähm, wollen sie halt da insbesondere ähm, bildungsunabhängige und domäne unspezifische Items halt haben. Also, also ähm, ähm, die Intelligenz, ähm, die quasi ähm, da überprüft wird, ähm, soll quasi auch keine sprachlichen Anforderungen besitzen. Also sie wollen ähm, unabhängig von Fachwissen, oder von äh, anderen äh, domänenspezifischen äh, Kenntnissen äh, ähm, testen, äh, was quasi ihr Intelligenzniveau ist. Und ähm, induktives und deduktives Denken sind dann dabei ähm, äh, zwei zwei, äh, zwei Bereiche, ähm, wo sie ähm, äh, mit fluide Intelligenz ähm, operationalisiert wurde. Also quasi ähm, je ähm, besser Personen ähm, induktiv und deduktiv denken können, ähm, desto höher ist die äh, fluide Intelligenz der Personen. Und ähm, da ähm, diese verschiedenen ähm, Bullet Points da, wie Regeln erkennen, Schlussfolgerungen ableiten, äh, relevante Informationseinheiten ähm, erkennen, ähm, das sind quasi Beispiele für, für Items, die sie halt kreieren können, ähm, die halt induktiv bzw. deduktives äh, Denken halt auch betrachten. Ähm, induktiv ähm, äh, ähm, bedeutet quasi in dem Fall, dass sie ähm, quasi ein neues Wissen quasi ähm, äh, generieren äh, von vorhandenen Informationen und äh, deduktiv, dass sie halt von... Äh, bestehende Informationen, äh, Ableitungen auch dann treffen können. Genau, das ist quasi hier, ähm, die, die, der Bezug hier zu diesem induktiven und deduktiven Denken und äh, Stabilität des Selbstkonzeptes. Kann auch eventuell in der Selbstkonzeptvorlesung gewesen sein, bin ich ehrlich. Aber wir können nochmal schauen, ob das hier ist. Ich glaube, das Selbstkonzept ist ebenfalls wieder ähm, so einer von unseren äh, Themenbereichen, die auch wirklich sehr vorlesungsübergreifend auch äh, zu sehen ist. Okay, wir haben auch eine Frage. Wir können sich auch einfach die Frage jetzt kurz dazwischen halten. Klar, genau, Sie können sich an Muten auch und dann. Okay, ich äh, höre noch ein Licht hier ähm, für die Frage. Ich kann auch mal kurz mein Screen Sharing einfach stoppen. Okay. Genau, also oh gut. Also, wenn Sie die, Ihre Frage stellen wollen, dann können Sie es gerne machen. Oder Sie schreiben die vielleicht einfach auch dann ins Chatfenster. Alright, well, okay. Dann halt nicht. <laughs> okay, ähm, also wenn Sie ähm, die äh, hier, ich sehe, dass halt hier wer die den Arm hat auf, äh, auf Zoom gehoben hat, das vielleicht so erklärt. Zur Erklärung, wenn Sie, wenn, Sie, wenn Sie sich gerade fragen, wieso ich halt so reagiert habe online. Alright, Genau, Stabilität des Selbstkonzepts. Ich glaube, da äh, gehen wir dann in der Selbstkonzept-Vorlesung nochmal genauer drauf ein. Also, das Selbstkonzept, da haben wir uns äh, vor allem ähm, äh, angeschaut. Ja, da ist es auch schon quasi in den. Äh, in den äh, ähm, thematischen Überschriften, äh, Stabilität und Erfassung des äh, Selbstkonzepts und quasi, was sind auch da die Wirkungen vom Selbstkonzept. Und äh, Fragen davon ist, ähm, äh, in welchem Zusammenhang Selbstwirksamkeit und Selbstkonzept stehen, ähm, Kontroll über dass man ein besseres selbst, also quasi so was ähm, äh, was, für, was führt quasi ähm, zu zu hohen äh, Selbstkonzepten. Das ist so ähm, die Frage da. Okay, genau. Ähm, dann schauen wir uns da mal die entsprechenden Folien noch mal genauer an. Also ähm, auch quasi der Unterschied Selbstwirksamkeit und Selbstkonzept, wie da die Beziehung auch ist genau, also ähm, prinzipiell ist es so, dass sie ähm, von, äh, von einem Selbstkonzept äh, sprechen. Ähm, wenn sie ähm, ähm, wenn sie ähm, sich die mentale äh, Repräsentation der eigenen Person auch ähm, damit beschreiben, um halt auch ähm, da quasi ähm, die eigenen Vorstellungen, Einschätzungen und Bewertungen, die sie haben, ähm, äh, sich äh, dabei ähm, zu äh, betrachten. Also ähm, sie äh, haben quasi da ähm, äh, das ist quasi so auch der wichtige Punkt da, dass sie halt äh, wie sie halt sich selber Wahrnehmen und die eigene äh, Repräsentation äh, von sich selber haben. Ähm, so etwas wird als äh, Selbstkonzept betrachtet. Wichtig dabei ist es, dass, dass es jetzt nicht das eine Selbstkonzept gibt, sondern und das, sondern und das ähm, haben wir quasi hier in dieser Vorlesung auch vor allem kennengelernt, dass sich halt auch wirklich äh, verschiedene verschiedene Selbstkonzepte haben, also dass sie auch da wirklich von von bereichsspezifischen Selbstkonzepten jeweils reden, also beispielsweise Fähigkeits-Selbstkonzepte im Bereich auf, auf Mathematik oder auf sprachliche Fähigkeiten oder auf sportliche Fähigkeiten. Also dass wirklich ähm, ihr Selbstkonzept sich ähm, domänenspezifisch auch sehr stark voneinander auch unterscheiden kann. Und ähm, das hat auch dann, dann einen großen äh, Einfluss dann darauf, ähm, wie, sie, ähm, äh, wie sie dann auch ähm, ähm, welche Wirkung dann auch das Selbstkonzept dann quasi auf ihre eigene Leistung haben. Selbstwirksamkeit beschreibt dann auch ähm, quasi in dem Fall ähm, wie ähm, quasi das eigene Wirken, das eigene Tun ähm, dann einen Einfluss auf die zu erwartende Performance, auf die zu erwartende Leistung dann auch ähm, erbringt. Und in gewisser Weise, wenn Sie da auch ein, da auch ein hohes äh, Selbstkonzept haben, dann ist doch ein hohes Selbstkonzept im Bereich, sagen wir mal, der Mathematik, der Mathematik haben, dann ähm, ist es, wenn Sie halt sehr, äh, eine sehr hohe Selbstwirksamkeitserwartung haben, dann äh, stärkt das in gewisser Weise auch Ihr Selbstkonzept. Genau, also ja, das war auch da die Frage, Tiptop. Genau, äh, Stabilität des Selbstkonzeptes, genau. Ähm, das... Ähm, Okay, wir sehen nur die Folie mit den Fragen. Okay, wow. Äh, dann schaue ich nochmal. Okay, können Sie jetzt auch noch was anderes sehen? Ich klicke einfach mal so ein bisschen hin und her. Vielen Dank für das die, den Hinweis. Nein. Okay. Ha. Das, das müsste eigentlich in dem spotlighteten Teil sein. Okay. Ich kann nochmal den Bildschirm, das Screen Sharing einmal stoppen. Okay, da kann es auch wer sehen. Ich klicke noch mal ein bisschen hin und her, ob Sie da auch die Veränderung noch sehen können. Sie sehen beide Folien. Ah, ich glaube, es, glaub, es kommt da jeweils darauf an, ähm, ähm, ob Sie sich quasi ähm, meinen Bildschirm anschauen, weil da ist noch die, diese Selbstkonzeptfolie drauf, oder ob Sie das ähm, vom vom sehen können, weil da ist quasi ähm, was wir hier ähm, aktiv äh, hin und her scrollen jeweils drin okay problem glaube ich gelöst tip top genau und stabilität vom es selbstkonzept ähm, genau also ist es da dass wir ähm, äh, wirklich auch quasi ähm, verschiedene stabilitätskriterien ähm, auch vor allem Betrachten. Also, dass wir, ähm, also Sie sehen, was ich jetzt hier auf der Folie verschiedene Kriterien, ich, ähm, ich will auch jetzt nicht da auf jedes Kriterium jetzt nochmal ähm, im genauen eingehen, aber ähm, das halt ähm, je nachdem, ähm, was Sie sich halt betrachten wollen, ähm, äh, entweder ähm, von, äh, dass Sie da halt verschiedene... Sch Stabilitätskriterien dann halt auch betrachten können und auch äh, je nachdem welches äh, Selbstkonzept sie betrachten. Also ähm, beispielsweise äh, Fähigkeits-Selbstkonzepte ähm, im schulischen äh, Kontext ähm, haben wir jetzt beispielsweise hier ähm, verschiedene äh, Beispiele, ähm, wo, wo sie halt auch dann wirklich sehen können. Ähm, dass sich ähm, Selbstkonzepte halt auch, halt auch ähm, über die Zeit auch ähm, verändern können und dass Veränderungen dann auch vor allem auch ähm, ähm, zu sehen sind, wenn sie Bezugsgruppen wechseln. Auch so als, ähm, als Stichwort da Big Fish Little Pond ähm, Effekt. Also, dass sie halt da auch wirklich ähm, je nachdem, was quasi ihre Bezugsgruppe ist, dann auch ähm, andere. Äh, ist, Selbstkonzepte dann auch haben. Alright. Blick in den Chat hier, ob Sie da noch weitere Fragen haben zum Thema Selbstkonzept. Ansonsten würde ich zur nächsten Vorlesung übergehen. Und zwar im Motivation, genau. Im Bereich der Motivation haben wir uns ähm, das Erwartungswertmodell angeschaut, ähm, äh, extrinsische Motivation, intrinsische Motivation betrachtet, ähm, da vor allem auch hier diese äh, die, die, die Self-Determination äh, Theory uns genauer angeschaut, also quasi ähm, da ähm, diese ABCs of Motivation, ähm, ähm, die Grundbedürfnisse, die äh, notwendig sind, um, um, um äh, intrinsisch motiviert zu werden und also ähm, das äh, Need for Autonomy, Need for Belonging und Need for Competence. Und dass wenn quasi alle drei von diesen Grundbedürfnissen erfüllt sind, dass sie dann ähm, ähm, äh, viel intrinsische Motivation verspüren können, auch wenn die, die, diese vielleicht auch ähm, zu, zu Beginn äh, extrinsisch induziert wurde. Ähm, und wir haben uns auch einmal ähm, angeschaut, die Flow-Theorie quasi als eine Extremform in gewisser Weise ähm, der intrinsischen Motivation und ähm, wie da auch dann der Bezug ist ähm, zum Interesse mit den verschiedenen Interessenstheorien, die wir da betrachtet haben. Zu der Vorlesung gab es quasi keine... Keine Fragen. In dieser in diesem Online-Formular, was sie halt vorher ausfüllen konnten. Ich gucke kurz in das Chatfenster, ob da Fragen sind. Okay. Das scheint nicht der Fall zu sein. Aber ich warte noch ein bisschen, weil ähm, Sie, Sie gehen ja auch wahrscheinlich jetzt irgendwie auch parallel die verschiedenen äh, folien -Sätze noch mal, nochmal ähm, noch durch, um dann zu sch schauen, okay, hey, wo gibt es da vielleicht auch äh, Schwierigkeiten? Prinzipiell, ich kann Ihnen auch empfehlen, riesiger Vorteil, riesiger Vorteil von unserer, von unserer ähm, äh, Online-Lehre-Modalität, die wir haben, weil Sie können auch sich die Folien und auch die Präsentation auf YouTube halt nochmal wirklich genauer anschauen. Also wirklich auch die Teile, wenn Sie vielleicht auch bei einer von unseren äh, Vorlesungssitzungen auch jetzt irgendwie nicht dabei waren oder so, können Sie halt da nochmal hereingehen, um sich dann halt nochmal die einzelnen Teile auch nochmal genauer, äh, genauer anzuschauen. Das kann ich Ihnen auch prinzipiell wirklich empfehlen, wenn Sie ähm, quasi bei der. Ähm, Klausur, vorbereitet und dann auch im Herken, okay, hey, so hier in dem einen Themenkomplex, da sind mir irgendwie nur, wenn ich die Folien sehe, beispielsweise, und wenn ich äh, die, die Literatur mir anschaue, da ist mir vielleicht irgendwas noch nicht so klar, dass sie dann in die äh, jeweiligen Vorlesungen nochmal hereingehen. Riesiger Portal in den Semestern und den Jahren vor ihnen, wo wir halt das noch, noch überhaupt nicht mit dieser Übertragung gemacht haben. Schwierig, schwierig, aber ähm, sie haben da quasi den großen Vorteil hier in gewisser Weise. Okay, ähm, selbstbestimmt Dimmungstheorie ab Folie 30, dass wir da nochmal drauf eingehen. Ja klar, das machen wir natürlich gerne. Ähm, genau, Selbstbestimmungstheorie. So. Genau, und ähm, so in give, Besserweise ist es ähm, so, dass wir ähm, vor allem uns äh, bei der, der, bei der ähm, äh, Selbstbestimmungstheorie, bei der Self-Determination äh, Theory uns ähm, wirklich anschauen wollen, okay, warum verwenden oder warum haben äh, Menschen bestimmte Ziele, warum wollen sie halt ähm, äh, auf eine gewisse Art und Weise vorgehen und was wird quasi benötigt, damit Leute auch ähm, motiviert ähm, Handlungen ähm, haben. Und ähm, wie auch vorhin gesagt, diese drei ähm, Komponenten Autonomie, äh, soziale Eingebundenheit und Kompetenz erleben, stehen dabei wirklich im Vordergrund. Und ähm, äh, wenn quasi diese drei Grundbedürfnisse erfüllt sind, dann äh, wird vor allem auch ähm, von... Dann wird, das, ähm, intrinsische, dann wird die intrinsische Motivation auch vor allem unterstützt. Vielleicht ein Beispiel ähm, in Bezug auf unsere Vorlesung hier. Ähm, wie äh, probieren wir hier, ähm, Ihre intrinsische Motivation zum Lernen und zu, unterst zu unterstützen? Ähm, das Autonomie-Erleben beispielsweise. Sie haben äh, eine Vielzahl an Wegen, um ähm, um äh, Aufgaben zu erledigen, um die ihren äh, Teilnahmeschein zu ähm, erwerben. Haben wir auch jetzt quasi gesehen, wenn wir uns ähm, angeschaut haben, okay, wie sind äh, äh, Leute vorgegangen. Ähm, viele von ihnen haben viele Quizze gemacht und sich Reading-Reactions angeschaut, aber es, ähm, aber es gibt auf der anderen Seite auch sehr viele von ihnen, die die, die eher kreativere, in, in Anführungszeichen, ähm, Route gewählt, gewählt haben, um beispielsweise verschiedene, verschiedene Podcasts oder auch Erklärvideos auch zu drehen. Aber auch da quasi selber die Wahl zu haben, wie sie halt vorgehen wollen und auch quasi die zeitliche Einteilung mit gewissen Rahmenbedingungen, völlig klar. Aber in gewisser Weise da auch quasi ähm, die Möglichkeit zu haben, sich selber zu strukturieren, wie sie vorgehen können. Ähm, damit wollten wir halt irgendwie auch ihre Autonomie und ihr Autonomie erleben, auch wirklich verstärken. Ich kann Ihnen auch jetzt auch unabhängig von der Frage gerade wirklich nur empfehlen, auch noch mal auf Piazza zu gehen. Wir haben auch wirklich eine Vielzahl an wirklich spannenden Erklärvideos und auch einen spannenden äh, Podcast, die Ihre Mitstudierenden auch ähm, hochgeladen haben. Also ich kann Sie nur dazu einladen, sich auch da ähm, diese Sachen auch noch mal genauer anzu, anzuhören oder auch anzusehen. Also wirklich auch ähm, qualitativ auch vieles wirklich sehr hochwertig. Also ähm, wirklich auch. Auch als freundliche Erinnerung und Werbung in gewisser Weise. Dann äh, Donging soziale Eingebundenheit, wie haben wir probiert, soziale Eingebundenheit ähm, zu erhöhen? Auf, ähm, ähm, also quasi, ähm, je mehr Sie sich quasi identifizieren quasi mit der Veranstaltung, mit dem Kurs, mit der Gruppe von anderen Studierenden, mit denen sie gerade in der gleichen Lernsituation sich befinden, desto höher ist quasi ähm, ihre, ihre intrinsische Motivation, weil. Die dieses Need for Belonging quasi erfüllt wird. Wie probieren wir das? Wir probieren es auf viele verschiedene Arten und Weisen. Wenn Sie hier in unserer Veranstaltung live dabei sind mit den Breakout-Räumen, dass Sie da auch Studierende besser kennenlernen und auch dann vielleicht, wenn Sie halt über das Semester verteilt in verschiedenen Breakout-Räumen drin sind, vielleicht kommen Sie dann auch das eine oder andere Mal in den gleichen Breakout-Raum mit den gleichen Personen, um da quasi auch sich besser vernetzen zu können. Auf der, auf der anderen Seite ähm, äh, in unserem Piazza-Forum, wenn Sie Reading Reaction schreiben, dann auch wirklich quasi mit Ihren Bitchuditierenden ähm, über Themen zu diskutieren, was wir auch sehr spannend. Fanden. Wir haben quasi auch gesehen, wie sich über das Semester gewisse Arbeitsgruppen auch gebildet haben. Dass man wirklich gesehen hat, okay, hey, diese drei Personen schreiben quasi immer einen Kommentar und dann wird quasi von zwei anderen Personen darauf quasi kommentiert. Wunderbar. Da haben sie quasi selber sich quasi Lerngruppen gefunden, Lerngruppen gebildet, die dann halt gemeinsam sich mit, mit, den, mit den Themen befasst haben, gleiches Prinzip, ähm, wenn sie halt für die für die Podcast oder Erklärvideos, die auch in äh, Teams auch absolviert ähm, werden konnten, äh, wie sie sich da auch zusammengefunden haben. Kompetenz erleben als Beispiel, ähm, dass sie halt auch direktes Feedback beispielsweise auf die Quizze dann auch erhalten haben von wegen Hey, ähm, ähm, das was sie gemacht haben, ihr Wissenserwerb, dass sie halt jede Woche quasi neues Wissen hinzugefügt haben, zu ihrem, zu ihrem äh, quasi in ihr, in ihr Vorwissen dann halt in ihr neues Vorwissen integriert haben, in gewisser Weise. Ähm, und dann halt auch gemerkt haben, jede Woche, hey, ich steige auf Greatcraft von äh, dem niedrigsten Rang in den zweiten und quasi immer höher, um quasi dann auch zu merken, hey, äh, mein Wissenszuwachs ähm, ähm, erfolgt. Das als ein Beispiel, aber Sie können sich auch da sicherlich auch noch vielerlei andere ähm, Beispiele überlegen von anderen Lernumgebungen, ähm, wie da diese drei Grundbedürfnisse dann auch erfüllt werden. Okay. Alright, dann schauen wir uns mal die nächste Folie an, die nächste Vorlesung. Hier ist auch hier koordinativ etwas schwierig, da ich gefühlt gerade irgendwie zehn Präsentationen gleichzeitig auch geöffnet habe, aber das kriegen wir hin. So. so. Nächste Veranstaltung. Nächste Veranstaltungen ähm, waren im Bezug auf Diagnostik und Evaluation so schauen wir mal dass ich die auch geöffnet bekomme so. diagnostik und evaluation hat mir zwei vorlesungen auch zu jetzt will das irgendwie nicht das ist natürlich bitte ähm, ich schließe es einfach noch mal okay screen sharing has stopped okay wunderbar dann öffnen wir das gleich noch mal hier die äh, letzte PowerPoint-Datei hier bei mir war irgendwie ähm, 150 Megabyte groß, weil halt die vielen äh, Bilder auch quasi hinzugefügt wurden. <laughs> okay, ich äh, teile den Bild nochmal neu. Alright, so jetzt müssen Sie es auch eigentlich wieder sehen, oder? Ich glaube schon, tipptopp. Ähm, genau, ähm, wir haben uns da ähm, in diesen beiden... Äh, Vorlesungen angeschaut, ähm, äh, Diagnostik, was sind da verschiedene Anwendungsfelder? Und wir haben uns vor allem auch noch diesen Prozesskreislauf der Diagnostik angeschaut, dann auch ähm, als ähm, Unterscheidung zwischen äh, deskriptiver Statistik und, und ähm, Inferenzstatistik und uns auch dann quasi in der nächsten Vorlesung, ich sehe die beiden auch in gewisser Weise als ein, als ein Block, als ein Thema. Quasi ähm, die, verschiedenen, äh, die verschiedenen Gütekriterien und Testkriterien. Fragen dazu war ähm, gerade eine im Chat: äh, der Unterschied zwischen ähm, Selektions- und Modifikationsdiagnostik. Und dann waren auch Fragen von wegen: Okay, hey, ähm, wie erkenne ich nur auf Grundlage eines Datensatzes? Ob ich es mit einer deskriptiven oder mit einer Inferenzstatistik zu tun habe. Nur aufgrund eines Datensatzes können Sie das in nicht sehen, weil es quasi darauf ankommt, wie Sie, den, wie Sie den Datensatz verwenden. Also Sie können quasi, wenn Sie einen, einen Datensatz haben, sowohl Deskriptive Statistiken machen, um quasi den Datensatz zu beschreiben, um quasi zu beschreiben, okay, was ist, ähm, wie ist quasi ähm, ähm, die, die Person, die sie quasi in den Daten haben, wie sieht der Datensatz aus, um das halt zu beschreiben? Beschreibende Statistik, de, deskriptive Statistik, das ist ja auch so, so, so das Ziel von, von deskriptiver Statistik. Aber wenn Sie dann quasi von dem Datensatz dann ähm, äh, Rückschlüsse ziehen wollen, ähm, dann würden Sie quasi die Inferenzstatistik dann auch verwenden. Okay, Diagnostik okay, aus dem Chat hier können Sie den Unterschied zwischen Selektions- und Modifikationsdiagnostik erläutern. Okay, schauen wir uns das nochmal genauer an. Folie ist 36 perfekt, dass sie da auch die Folienzahl auch dazu geschrieben haben. Das finde ich sehr gut. So. Teilen wir das mal. Genau, also ähm, wir haben uns quasi da, ähm, das ist quasi Teil von diesem Diagnostik-Prozess Kreislauf, der halt diese verschiedenen Stufen auch besitzt und wir und ähm, das ist quasi dann ähm, zum Start von diesem Prozess. Prozesskreislauf, wo Sie, ähm, wo Sie äh, sich vor allem auch überlegen wollen: okay, was sind die Fragestellungen? Was will ich mit diesem Projekt ähm, dann auch wirklich ähm, lernen und auch erkennen? Ähm, es gibt da quasi ähm, zwei, äh, verschiedene, oder zwei verschiedene Dimensionen, die dann wiederum zwei verschiedene äh, Unterdimensionen haben, äh, wonach ähm, ähm, das untersucht wird. Ähm, es ist Selektions- bzw. Modifikationsdiagnostik ähm, bezieht sich dann darauf, ähm, ähm, was Sie quasi in der Untersuchung ähm, machen wollen. Und äh, Status versus Prozessdiagnostik, äh, das schaut sich dann den, den zeitlichen ähm, Ablauf an. Also Statusdiagnostik, Sie machen die Erhebung quasi nur zu einem einzigen Zeitpunkt. Prozessdiagnostik ist, dass Sie ähm, äh, die Erhebung dann quasi über mehrere Erhebungszeitpunkte haben und dann auch über die Zeit. Hinwegmachen. Äh, Selektionsdiagnostik. Da wollen Sie dann ähm, vor allem ähm, schauen, dass Sie beispielsweise ähm, äh, Personen wählen, um diese quasi einer Lernumwelt hinzuzufügen oder quasi ähm, eine äh, Lernumwelt für Personen. Also Sie können quasi ähm, ähm, so als ein Beispiel ähm, so etwas wie ähm, äh, der Medizinertest an, an Hochschulen, also quasi ähm, zur Zugangsberechtigung zum Medizinstudium, dass Sie da ähm, einen Selektions einen, einen, ein diagnostisches Tool verwenden, was quasi ähm, zur Selektionsdiagnostik dann ähm, zu... Ähm, Zuzuordnen zu ist, weil sie quasi dann für eine Lernumgebung, also für das Medizinstudium jetzt als Lernumgebung, halt Personen auswählen wollen. Im Gegensatz dazu steht, steht es in der Modifikationsdiagnostik, dass sie halt ähm, von Personen beispielsweise ähm, das Verhalten verändern wollen. Also wenn sie ähm, beispielsweise eine Intervention zur Selbstregulation planen, weil sie halt ähm, das, ähm, weil sie ähm, die Selbstregulationsfähigkeit von Personen erhöhen wollen, dann wäre ein Instrument, mit dem Sie ähm, so etwas dann ähm, untersuchen, ähm, dann ähm, ähm, auf die Modifikationsdiagnostik dann ähm, äh, zu sehen. Genau, also das ist quasi so, so da als ähm, so da als Unterscheidung ähm, und ähm, das ist quasi Teil der Ziel was sie sich quasi da überlegen müssen, wenn sie dann ein Projekt starten. Quasi ob Sie Verhalten oder, halt, oder Lernumgebungen verändern wollen oder ob Sie quasi Personen bzw. Lernumgebungen ähm, auswählen wollen und quasi das Tool verwenden, um halt die, die richtigen Personen dann zu finden in Okay. Dann schauen wir uns mal die nächste Vorlesung an, Selbstregulation. Selbstregulation, ähm, genau. Äh, da haben wir genau die verschiedenen äh, Modelle der Selbstregulation auch kennengelernt, Fichtmodelle ähm, und Protestmodelle. Und doch quasi gesehen, wie da der Bezug zur, zur Performance auch zu sehen ist. Es gab da quasi ähm, von vornherein keine Fragen zu. Aber ich schaue noch ein bisschen in das Chatfenster, ob da noch Fragen zu kommen. Ja, vielleicht so, ähm, während wir noch so ein bisschen da auf das Chatfenster warten, ich kann Ihnen auch auf Piazza die Mindmaps von Ihren Bitstudierenden, von Ihren Bitstudierenden empfehlen. Ähm, ein paar von den Mindmaps sind quasi sehr auf ein spezifisches Thema fokussiert und geben da quasi einen Überblick, was sicherlich hilfreich ist, aber ähm, ich kann Ihnen auch vor allem Mindmaps empfehlen, wo sie über die Veranstaltungs, äh, über die einzelnen Vorlesungswochen hinweg halt die Verknüpfungen zwischen den unterschiedlichen Bereichen sehen und ähm, da sind gerade so Themen wie Selbstkonzept, Selbstregulation und auch andere Themen da sehen sie quasi in diesen beiden, wie die halt in die unterschiedlichen Bereiche auch wirklich hereinziehen und, und ähm, so etwas kann ich Ihnen auch wirklich ähm, nur empfehlen, weil ich glaube, wenn Sie halt auf diese Art und Weise halt ähm, ähm, sich dann nicht nur für die Klausur vorbereiten, sondern hat auch ähm, weil in gewisser Weise die Klausur, okay, hey, die ist jetzt vielleicht für Sie in der nächsten Woche wichtig, aber ähm, in zehn Jahren ist Ihnen die Klausur völlig egal, bin ich ehrlich. Also ähm, von daher, mir ist es wesentlich wichtiger, dass Sie vor allem viel Wissen auch mitnehmen für den Zeitraum auch weit nach der Klausur, weil das ähm, Sie dann quasi in Ihrem äh, Wirken und Handeln natürlich auch dann wesentlich besser unterstützt. Stützen kann. Und ich glaube, dass halt da, ähm, wenn sich halt da diese vielen Querverbindungen ähm, zwischen den einzelnen Vorlesungsteilen äh, sich halt genauer betrachten, ähm, dass dies halt auch vor allem dann sehr viel Lernen wirksamer dann halt auch darstellt. Ähm, und ähm, weil sich das dann halt ähm, im Gegensatz zu irgendwie einem zu, zu einem stupiden, auswendig Lernen von Fakten, halt eher auf die eher auf die auf die äh, tieferen Wissensverbindungen ähm, äh, halt gehen, um sich dann quasi in ihrem mentalen Modell von äh, ähm, beispielsweise in Bezug zur zur Selbstregulation dann ähm, da diese verschiedenen Ver, Verbindungen dann halt auch einfach sehen. Okay, jetzt habe ich da ein bisschen quasi Zeit für den Chat herausgeholt, aber es kam keine weitere Frage zur Selbstregulation. Von daher schauen wir uns die Lernstrategien an. Genau, was haben wir da? kennengelernt, wir haben verschiedene, verschiedene äh, kognitive und auch metakognitive Lernstrategien kennengelernt und auch quasi so betrachtet, okay, äh, die, die Effektivität von Lernstrategien, also auch jetzt da so so etwas wie irgendwie Spacing, Prokrastinierung, äh, Time Management und ähm, quasi was davon auch als effektiv zu sehen ist. Auch da waren äh, quasi keinerlei Fragen in dem Online-Formular. Mich hat es auch sehr gefreut. Ich erzähle wieder ein bisschen etwas, äh, während wir äh, die Zeit für, für mögliche weitere Fragen auch äh, dem Chat geben. Mich, mich persönlich hat es auch sehr gefreut, quasi äh, auch hin und wieder gelesen zu haben, wie äh, äh, Sie oder wie... Äh, die dir von ihnen quasi ähm, geschrieben haben, unter anderem in den Reading Reactions oder, oder auch ähm, äh, auf anderen Kanälen, dass sie quasi Vorlesungsinhalte beispielsweise zu den Lernstrategien, die sie hier in unserer Vorlesung kennengelernt haben, auch sofort selber übertragen und transferiert haben auf ihren eigenen, Lern, auf, ihren eigenen äh, auf ihr eigenes Lernverhalten, auf ihren eigenen Lernkontext, um dann quasi äh, das theoretische Wissen sofort in der Praxis einzusetzen. Also das äh, freut mich wirklich äh, sehr und in gewisser Weise ähm, äh, so sehe ich auch diese äh, Vorlesung. Klar, ähm, Sie kriegen hier super viel Theorie mit, aber in gewisser Weise wollen wir Sie auch immer ermuntern, dann auch den Bezug zur Praxis auch zu kriegen. Auch in den Blogs spannend, wie Sie da auch ähm, teilweise auch wirklich so ähm, dann. Erzählt haben, wie sie dann auch ähm, vielleicht ähm, in, äh, in manchen ähm, Volunteering-Sachen oder in, in anderen Sachen, die sie halt gemacht haben, neben ihrem Studium, wie sie das dann quasi mit eingebunden haben in Sportvereinen beispielsweise, um dann quasi ähm, äh, da äh, ihre, ihre, äh, ihre äh, Kinder da äh, besser zu fördern auf Grundlage von diesen äh, Theorien der Pädagogik psychologie also das fand ich auch wirklich sehr spannend Alright, dazu gab es jetzt auch keine weitere frage aus dem chat zu den lernstrategien von daher gehen wir jetzt über zu den unterrichtsmodellen genau was haben wir uns da angeschaut ähm, angebot zum nutzungsmodell vor allem und ähm, da die verschiedenen lehr- und lernprozesse quasi wie da auch die verbindungen waren welche ähm, welche äh, Faktoren da eine R Rolle gespielt haben und ähm, wie das gut ähm, dann auch beschrieben werden kann. Auch hier gab es quasi keine Frage, aber wenn Sie Fragen dazu haben oder noch etwas äh, auch weiter betrachtet haben wollen, bitte auch gerne in das Chatfenster schreiben. Genau ähm Ja <laughs> Ich würde einfach zur nächsten Folie einfach übergehen. Prinzipiell, wenn es Ihnen zu still geht, können Sie auch gerne jederzeit in das Chatfenster schreiben: hey, stopp, halt, äh, dann äh, gehen wir dann auch im Zweifel mal zurück. Okay, ähm, Folge 12 haben wir uns die Unterrichtsqualität angeschaut, ähm, Unterscheidung, äh, Sichtstrukturen, äh, Tiefenstrukturen. Äh, dabei natürlich äh, die Tiefenstrukturen haben eine größere Bedeutung auf die auf die Unterrichtsqualität, ähm, konstruktive Unterstützung, kognitive Aktivierung, Klassenführung als drei von den äh, Kernmerkmalen für Tiefenstrukturen guten Unterrichts. Und wir haben uns auch da die ähm, die äh, Rolle der der person genauer angeschaut. Alright, ähm, Frage aus dem Chat hier, ähm, Beispiele für echte Gruppen aufgegeben. Ähm, genau, das können wir gerne machen. Folie 32. So. Genau, das war sie zum... zum äh, Kooperativen Lernen, wo wir halt da ähm, uns verschiedene Merkmale für gute Gruppenarbeiten angeschaut haben. Okay, Beispiele für ähm, additive äh, Gruppenaufgaben und äh, Konjunktive. Also, äh, äh, was Sie da äh, machen wollen, also für additive Aufgaben, ist, dass jedes Gruppende-Mitglied äh, äh, an äh, den an den Aufgaben auch zu beitragen kann, und ähm, dass Sie halt auch dabei ähm, so etwas äh, sehen wie das, ähm, okay, ein Beispiel ähm, ist jetzt, also Sie können quasi, ähm, ähm, äh, wenn Sie ein Erklärvideo beispielsweise drehen wollen, ähm, dass Sie da ähm, diese Aufgabe in verschiedene, in verschiedene Teilaufgaben unterteilen, also ähm, dass sie eine Person haben, die sich ähm, äh, thematisch mit dem, mit dem äh, Thema ähm, auseinandersetzt, dann eine, eine zweite Person vielleicht mit der, mit der technischen äh, unter, ähm, unter ähm, Umsetzung, eine dritte Person vielleicht mit dem mit dem dieses, mit den Designers Becken. Und quasi alle diese drei ähm, Teile, die halt vorher äh, disjunkt waren, werden dann quasi ähm, im Sinne von äh, konjunktiven Aufgaben hinzugefügt, um dann ähm, äh, als äh, um dann quasi gemeinsam zum Gruppenergebnis dann zu führen. Also ähm, das ist als ein Beispiel für, für eine äh, konjunktive Aufgabe. Ähm, als Beispiel für additive Aufgaben können Sie äh, vielleicht sehen, dass, ähm, wenn Sie, ähm, wenn Sie ähm, eine Präsentation zu erstellen haben zur pädagogischen Psy Psychologie mit den äh, wichtigen Themen zur pädagogischen Psychologie und Sie haben in der Gruppe drei äh, Personen beispielsweise, dass Sie sich dann äh, die Themenfelder Aufteilen, sodass dann halt jede Person ein Themenfeld betrachtet und dass wenn sie halt dann ähm, die drei Themenfelder danach zusammennehmen, ähm, dass dann das Gruppenergebnis ähm, quasi die, die Kombination von diesen drei Themenfeldern danach ist. Alright. So. Okay. So, ähm, digitale T Technologien, ähm, genau da ähm, haben wir uns ähm, multimediales Lernen angeschaut und auch so ein bisschen die Vor- und äh, Nachteile von digitalen Technologien. Ähm, okay, die Frage äh, ist jetzt hier, ähm, heißt die Theorie äh, die äh, kognitive Theorie des multimedialen Lernens oder die kognitive Theorie der Informationsverarbeitung? Prinzipiell, das sind hier beides Übersetzungen. Also, ich würde Ihnen auch da eher dann empfehlen, also ist es prinzipiell nicht unbedingt so relevant, wie Theorien genau bezeichnet werden, solange es den Rezipienten klar ist, was für eine Theorie verwendet wird. Im Idealfall würde ich Ihnen auch da quasi empfehlen, den englischen Originalnamen dann auch zu verwenden. Also, das kriegen Sie quasi heraus, wenn Sie den Namen des Theoretikers eingeben und dann halt Schlagwörter zur Theorie. Und dann finden Sie eigentlich auch sehr relativ schnell, wie die Theorie dann im Englischen im Original bezeichnet wird. Prinzipiell, auch da, ich würde auch das eher dann auf solchen Seiten wie Google Scholar halt schauen. Weil in solchen äh, Literatursuchmaschinen können Sie dann anhand der Artikel und anhand der Zitationen sehen, ähm, was ist quasi ähm, der Originalbeitrag und äh, was sind vielleicht in Anführungszeichen nur Theorien, die quasi von der Haupttheorie ähm, abgeleitet worden ist sind. Also das auch vielleicht so als ähm, als strategischer ähm, Hinweis in Bezug auf diese Frage. Alright ähm, und dann Online-Lehre. Lehrende erleben Online-Kurse im Vergleich zur Präsenz. Die meisten Lernenden bevorzugen Asynchrone über synchrone Sitzungen. Ähm, genau, die Lernenden, also ist es so, wie, wie es auf den Folien äh, halt beschrieben ist. Das war da die Frage. Genau. Also, genau, also wir haben uns da. Ähm, äh, quasi verschiedene ähm, äh, Faktoren von guter Online-Lehrer angeschaut, verschiedene äh, Kriterien und dann und auch da quasi dann die, die Effektivität davon genauer betrachtet. Alles klar. Sehr cool. Gibt es noch da Fragen dazu? Ansonsten würde ich mich auch mit Blick auf die Uhr, weil wir auch schon zwei Minuten über der Zeit sind, ähm, für Ihre äh, rege Teilnahme ähm, im Verlauf äh, des gesamten äh, Semesters auch äh, bei Ihnen äh, sehr herzlich bedanken. Be ich habe mich jede Woche aufs toll gefreut, hier, ähm, hier äh, vor Ihnen auch zu stehen, um Ihnen äh, um Ihnen äh, vieles zur pädagogischen Psychologie zu erzählen. Und ähm, ich freue mich sehr, dass Sie quasi ähm, Teil von dieser äh, Veranstaltungsreihe über das gesamte Semester hinweg auch waren. Und es würde mich natürlich auch umso mehr freuen, Sie dann auch in Zukunft ähm, in äh, verschiedenen Veranstaltungen hier an der Universität Tübingen dann auch äh, wieder zu begrüßen. Von daher äh, verbleibe ich Ihnen hier auch mit den, mit den besten Wünschen und ich, äh, und ich äh, wünsche Ihnen auch jetzt äh, natürlich, wenn Sie die Klausur schreiben, viel Erfolg bei der Klausur. Aber vor allem auch viel Erfolg in Ihrem weiteren Studium. Bis wir uns wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao.